Ramadan, die schönste Zeit des Jahres. Es ist Ramadan, er bringt uns Wunderbares. Ja, Ramadan, ja, Ramadan, ja, Ramadan, ja, Ramadan, es duftet Ramadan. Hey Leute, heute machen wir ein süßes Ramadan-Rezept und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Kikis Ramadan. Es ist zwar nicht das allererste Rezept meiner diesjährigen Ramadan-Reihe, aber das erste süße Rezept. Wir machen nämlich heute Lasbörej. Börek, denkt ihr euch, ist doch eigentlich herzhaft. Nein, es geht auch süß. Und Lasbörej ist richtig süß und richtig lecker. Und das ist eben perfekt, wenn man abends nach dem Iftar noch so ein bisschen was Süßes möchte. Und ich zeige euch mal ganz kurz die besondere Zutat, die jetzt nicht auf die Theke gepasst hat, weil sie einfach zu lang ist. Und zwar ist das Jufka, Baklavaluk Jufka. Das ist Filoteig, der ist hauchdünn und den gibt es fertig zu kaufen. Und davon brauchen wir eine Packung. Und jetzt gehen wir rüber und ich zeige euch die restlichen Zutaten. Für den Pudding benötigen wir Milch, Mehl, Speisestärke, außerdem Zucker, ein Ei, Butter und Vanilleextrakt. Und zum Bestreichen der Teigblätter benötigen wir Sonnenblumenöl und Butter und für den Zuckersirup Wasser, Zitronensaft und natürlich Zucker. So, jetzt stehe ich hier am Herd und bereite zuallererst den Pudding zu. Dafür nehmt euch ganz einfach einen ausreichend großen Topf und gebt alle Zutaten, die ich für den Pudding genannt habe, rein, bis auf die Butter und den Herd noch nicht einschalten. So, und als nächstes verrührt ihr das mit dem Schneebesen richtig schön klümpchenfrei und dann wird der Herd erst eingeschaltet. So, der Pudding ist jetzt auch sofort eingedickt, wie ihr sehen könnt. Und wichtig ist eben ständig rühren und sobald es eindickt, den Herd sofort ausschalten. Jetzt müssen wir für die Konsistenz noch unsere Butter hinzugeben. Und da der Pudding jetzt sehr heiß ist, schmilzt es auch sofort. Also einfach nur noch einrühren. Den Pudding, den füllen wir jetzt einmal um in eine Schüssel und der muss jetzt 20 Minuten lang auskühlen. Was ihr aber unbedingt vorher machen müsst, ist das Ganze an der Oberfläche, jetzt wäre es mir fast aus der Hand gefallen, also das Ganze an der Oberfläche einmal mit Frischhaltefolie abdecken, dann wie gesagt 20 Minuten stehen lassen, aber in der Zwischenzeit machen wir weiter mit dem Filoteig. So, jetzt geht's weiter um unseren Baklava-Teig, der ja eigentlich erstmal sehr dünn und sehr trocken ist. Um den gleich zu tränken, brauchen wir eine Mischung aus Öl und Butter. Und das habe ich hier schon vorbereitet, also die Butter ganz einfach in der Mikrowelle geschmolzen. Das gebe ich jetzt zusammen mit dem Öl hoch, mit dem Öl in die Schüssel und dann verrühre ich das. So, das Butter-Öl-Gemisch, das kommt jetzt ganz kurz an die Seite und wir kümmern uns um den Teig. Der Teig, der kommt immer in einer rechteckigen Form. Ich habe euch das Rezept auf Instagram schon mal gezeigt, auch in einer rechteckigen Backform. Aber heute gibt es was ganz Besonderes. Heute nehme ich meine eigene emaillierte Backform, eine runde. Hier seht ihr mein hübsches Logo und das Blech ist emailliert. Das heißt, ihr könnt drauf kratzen, drauf schneiden, da passiert gar nichts. Und da wir ja später auch drauf schneiden müssen, ist das gerade heute perfekt. Und dann gebe ich es einfach drauf auf meinen Teig und schneide mir dann jetzt runde Platten damit zurecht. So, jetzt habt ihr euch ja euren Jufka zurechtgeschnitten. Das heißt, wir haben hier einmal unsere runden Teigblätter und wir haben unseren Verschnitt. Und den dürft ihr nicht wegwerfen. Den werde ich jetzt gleich ganz einfach dazwischen mogeln. Das verwenden wir heute alles. Und wir starten jetzt damit, indem wir unser Buttergemisch nehmen und die Backform damit zuallererst mal einfetten. Und dann können wir schichten.
Jetzt habt ihr ja gesehen, dass ich das geschichtet habe. Und zwar habe ich immer ein dünnes Teigblatt genommen und immer Butterölgemisch drüber gestrichen. Also immer bei jeder Schicht, bis auf jetzt, da muss es nicht unbedingt sein. Jetzt habe ich hier noch die letzte Schicht Filoteig draufgegeben und die Hälfte der Filoteigblätter sind aufgebraucht. Und jetzt ist der Moment, wo der Pudding drüber kommt. Der konnte ja in der Zwischenzeit ca. 20 Minuten lang abkühlen. Der ist aber auf jeden Fall noch lauwarm. Der muss jetzt auch nicht vollständig abkühlen. Wichtig war nur, dass wir den nicht heiß draufgeben. Und jetzt den kompletten Pudding drauf verteilen und glatt streichen. Also das Video wird ja vorgedreht, vor Ramadan. Eigentlich dürfte ich das jetzt essen. Eigentlich ja und uneigentlich nicht, weil wir gleich zu deinen Eltern gehen und das dahin mitnehmen. Bevor wir Hater-Kommentare bekommen und sagen, warum fasten die nicht? Nein, wir haben ja jetzt einige Videos vorgedreht, 3 bis 4 und den Rest, den drehen wir dann während Ramadan. Jetzt habe ich hier nochmal mit der Winkelpalette glatt gestrichen. Und als nächstes, meine Lieben, ich bin jetzt eigentlich noch nicht so weit, aber haben sie halt einfach schon mal Play gedrückt. Als nächstes geben wir die restlichen Filoteigblätter drauf und verfahren immer so weiter, auch vor allem mit dem Ölgemisch, immer so weiter, bis die komplett aufgebraucht sind. So, mein letzter Teig gebe ich jetzt noch da drüber. So, und jetzt sind wir quasi fertig. Es fehlt jetzt nur noch die oberste Schicht. Entweder gebt ihr jetzt noch so den Rest von eurem Butterölgemisch darüber, das wäre kein Problem. Aber ich habe einen Pro-Tipp für euch, und zwar Butterghee. Ich habe euch das letztes Jahr während der Ramadan-Reihe, da habe ich doch das Baklava-Rezept gemacht, da habe ich euch schon von Butterghee erzählt. Ich glaube, einige erinnern sich noch. Und das ist ein richtiger Pro-Tipp. Die ganzen syrischen Konditoren, die benutzen Butterghee. Und aber wirklich nur ein bisschen oben drüber, nicht zu viel. Und ich mache das jetzt so, weil es gibt nochmal so ein richtig schönes Aroma. Und ich mache das jetzt so, dass ich mir nur so ein kleines bisschen nehme, gebe mir das hier rein, ganz kurz in die Mikrowelle und dann bestreiche ich die Oberfläche damit. Und das reine Butterghee, also in meinen Augen echt flüssiges Gold, das gebe ich jetzt auf die Oberfläche. Und das gibt es übrigens auch bei mir im Shop zu kaufen. Das war mir ganz wichtig, weil ich weiß, es ist immer schwierig, das herzubekommen. Und da habe ich gedacht, komm, wenn es das bei mir im Shop gibt, dann kann ich das auch gerne mal öfter in den Videos zeigen, weil ich benutze es wirklich sehr, sehr gerne. So, meine Lieben, jetzt kommt das in den vorgeheizten Backofen bei 190 Grad Ober- und Unterhitze in die untere Einschubleiste. Ganz wichtig, für ca. 50 Minuten. In die untere? Und in die untere, genau. Und wieso in die untere? Ja, weil das sonst, wenn ihr das oben drüber tut, dass hier oben zu dunkel wird. Und wenn ihr das in die untere Einschubleiste tut, dann ist alles perfekt. So. Danke für den Tipp. Ja, gerne. Solange der Ofen vor sich hinarbeitet, machen wir unseren Zuckersirup. Ihr wisst ja, türkische Süßspeisen und Zuckersirup, das ist wie Ketchup und Mayo, wie Salz und Pfeffer, wie? Bockwürstchen und Senf. Ja, Bockwürstchen und Senf. Auf jeden Fall machen wir jetzt Zuckersirup und das ist ja super einfach. Also ihr gebt ja wirklich nur Zucker und Wasser in den Topf und lasst das 2-3 Minütchen lang köcheln und am Ende geben wir noch einen Spritzer Zitronensaft dazu. Nach dem Backen sieht unser Lasbudding jetzt richtig schön goldbraun aus. Wir haben euch ja gerade den Tipp eingeblendet, dass ihr das Ganze auch vorher schneiden könnt. Ich mache das jetzt nachher. Ich habe es ganz einfach vergessen. Real life. Manchmal vergisst man auch Sachen. Okay. Auf jeden Fall habe ich es vergessen, aber das macht gar nichts. Es ist halt nur einfacher und jetzt habe ich es ein bisschen schwerer, weil es ist ja schon alles sehr knusprig. Aber macht nichts. Ich schneide das jetzt einmal in ein Stückchen. So, jetzt habe ich mir das hier in Stückchen eingeteilt und der Teig ist auch noch lauwarm. Ich habe es jetzt nur 10 Minuten abkühlen lassen, damit ich die Form anfassen kann, ohne mich zu verbrennen. Und unser Zuckersirup ist auch noch lauwarm bis kalt. Da gibt es jetzt eigentlich verschiedene Meinungen, muss der Zuckersirup heiß sein oder kalt und dann heiß draufgegeben werden. Da gibt es verschiedene Meinungen. Bei diesem Rezept finde ich das relativ egal. Ein Teil von beiden muss auf jeden Fall warm sein. In dem Fall ist es ja mein Lasbury. Und jetzt gebe ich ganz einfach den Zuckersirup drauf.
Jetzt fehlt nur noch die Kühlzeit, denn Lasbury schmeckt am besten richtig schön gekühlt aus dem Kühlschrank. Und ihr könnt es danach, wenn ihr möchtet, noch mit Puderzucker bestäuben und mit Pistazien dekorieren. Also ich mag das so ganz gerne für die Optik. Süß ist es wirklich schon genug, aber auch nicht so süß, dass man sagt, boah, das ertrinkt hier gerade in Zuckersirup. Das war ja wirklich nicht viel, also so eine kleine Menge. Für meine Verhältnisse war es nicht viel, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, dass euch das Rezept gefallen hat. Wenn ihr das nachmachen möchtet, schaut auf jeden Fall hier unten in die Infobox. Da stehen die genauen Mengenangaben. Und dann freue ich mich natürlich über eure Fotos mit dem Hashtag Kikis Kitchen auf Instagram und Facebook. Und ich bin schon gespannt auf euer Feedback, denn mir schmeckt super gut, vor allem mit dem Pudding dazwischen. Und ich wünsche euch jetzt wunderschöne Ramadan-Tage und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder einschaltet. Tschüss! Und ich habe überall noch Zuckersirup an den Händen, egal.